So, Hallöchen, ich mache das Video gerade mal neu, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe mir hier ein Werkzeug besorgt, das ist eine Abisolier- und Krimpzange. Gibt es beim Lidl, ich weiß jetzt nicht, ob es sie aktuell bei Lidl gibt oder letzte Woche, ich habe sie jetzt gekriegt für 10 Euro. Waren auch noch einige da, falls einer eine braucht, kann er sich ja eine besorgen, weil ich habe sie mir gekauft wegen Abisolieren und wegen dem ganzen Zeugs hier drin. Für 10 Euro kann man ja nichts verkehrt machen. Ich habe noch eine Abisolierzange, die sieht so aus. Die war für, weiß ich nicht, ein paar Euro. Und die funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ich habe hier auch ein Kabel. Bei der Zange ist kein Anschlag. Wie ich das abisolieren kann, ist bloß ein Aufdruck drauf. 0 bis 25 mm. Ich isoliere mal hier mit einer ab. Also da sieht man schon, die hat schon ordentlich Problem. Die macht nicht da, wo ich will. Das macht sie gerade gar nichts. Ich glaube, die ist auch schon hinüber. Naja, so, da fängt sie an. So, ist nicht so hübsch. Ich mach's nochmal. Ich sage, ich möchte so 15 mm abisoliert haben. Dann ziehe ich das mal ab und guck. Na, sind nicht ganz 15. So. Ist so nicht schlecht, man nimmt auch keines. Das hier ist jetzt so ein Quadratmillimeter Kabel. Nämlich die Zange. Erst einmal zur Erklärung, die geht so auseinander. Hat hier auch einen Einsteller für die Abisolierlänge, aber das fängt da, weiß ich nicht, glaube bei 5 mm oder was an. Ich gerade mal was zum Nachmessen. Wo ist mein Lineal hin? Da. Ja, so 5 bis 6 mm hat sie. Circa. Fängt sie erst an. Dann kann man das hier irgendwie einstellen. Bloß da steht nichts drauf, wie lang. Und das ist auch nicht gerade das Festeste hier. Aber das soll mir egal sein. Dann hat sie hier eine Schraube zum Anpressdruck einstellen. Ich stelle die mal jetzt auf ganz fest. So. Das war, glaube ich, zu fest. Ich schraube mal, da hat man eine Lose. So. Nehme hier ein Kabel. Jetzt habe ich es ganz fest geschraubt. So. Das geht. Und es ist ein bisschen Werkzeugspur dran zu sehen. So. Ich mache das jetzt nochmal, dass man das sehen kann. So. Und sie reißt mir schon Adern weg. So, ich sehe jetzt lose Schraube. Sollte das eigentlich gehen? Nicht zu lose. So. Die hat aber zum Schneiden. Und dann passt das. Dann ist das auch okay. Keine Ader weggerissen. Es sind zwar ein paar Werkzeugspuren dran zu sehen. Was nicht sein darf. Dürfte. Aber okay. So. Dann soll sie Aderenthülsen krimpen können. Von 0,5 bis 1, 1,5 bis 2,5, 4 bis 6 Quadratmillimeter. Und die, ja, hier diese, kennt man ja, diese Kabelschuhe auch, oder Ring oder Gabel, wie auch immer. Aber Erde Endhülsen. Und zwar, das ist jetzt ein Quadrat.
Und dann hatte ich einen Fehler gemacht, wird aber auch so gezeigt. Und zwar habe ich gedacht, dazwischen. Aber das ist falsch. Der müsste das sein. Dazwischen. Weil da ist nämlich, ja, so zwei kleine Erhebungen drin. Ich mache das mal dazwischen. Das im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man es nachher sehen kann, von der Rückseite so aus, von der Vorderseite so. Ist okay, ist nicht zu doll, ist nicht zu sehr deformiert, es ist auch fest. So, jetzt habe ich ja hier mit der anderen auch mal aber isoliert. Jetzt mache ich da nochmal eine drauf. Deswegen mache ich das Video nochmal neu. Ich habe da schon bearbeitet, aber es war nichts. Jetzt gehe ich dahin, wo ich dachte, wo es sein müsste und wo es eigentlich auch angemarkert wird. Ich weiß nicht, ob man da sehen kann. Da wäre dieser Dorn, der da rein drückt. Da muss ich dann auch zwei, dreimal machen. Und das würde dann so aussehen. Ich hoffe, das sieht man nachher. Das ist zu doll. Also für meinen Geschmack ist das zu doll. Ganz ehrlich, nein. Da ist die andere. Die erste, die ich da gemacht habe. Besser. Sie halten beide, das ist klar. So, man kann jetzt beide nehmen. Also, sie macht das. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, mit dem Dorn, wo ich dir gerade den roten hier, den roten gemacht habe, der hier und die, dass die für andere Sachen gedacht sind. Hier ist auch angemarkert für alle Größen. 0,5 bis 6 Quadrat, die Dinger hier zu quetschen. Die hier oder die hier, alle da so zwischen, und da bin ich kein Freund von. Eigentlich müssten sie da, wo der Dorn ist, dass der Dorn einmal richtig reingeht. Das sehe ich so, weil das ist nur rundquetschen und das hält nicht. Also keine professionelle Zange, die hier, oder die ich schon mal hatte, die mir da leider abhandengekommen ist durch den Wohnungsbrand, hat das rund gequetscht, sondern hat da oben rund, da wo es zusammengeht, da rund, aber von hinten einen kleinen Dorn rein. Das war eine professionelle Zange, die war teuer, die hat ein paar hundert Euro gekostet, leider weg. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Firma. Mir ging es aber hier drum, nur abisolieren zangenmäßig, weil die hier, sie tut es, aber nicht mehr so wunderschön. Die ist okay. Da würde ich aber auch wirklich schon behaupten, dass die Aderendhülsen dazwischen sind. Ich habe aber meine Zweifel, dass hier, wie drauf steht, 6 Quadrat, dass die 6 Quadrat schafft. 4 Quadrat, ja, 6 Quadrat bezweifle ich. Ich habe jetzt leider kein 6 Quadrat hier, auch kein 4 Quadrat. Das war jetzt nur mal so zum Zeigen. Und wie gesagt, die Zange, ich finde sie jetzt nicht das Allerschlimmste, auch wenn man sie für 10 Euro kriegt. Ich weiß nicht, was sie sonst kosten würde, aber für jemanden, der eine Abisolierzange braucht, ist das eigentlich eine Empfehlung. So für kleine Basteleien ist es okay. Aderendhülsen ist so, ja, grenzwertig gibt besseres. Aber ist immerhin besser als ohne. Muss ich so sagen, ist besser als ohne. Wenn ihr eine braucht, also ich kann sie jetzt
für einige Sachen wirklich noch empfehlen. Geht zum Lidl, schaut, ob ihr die noch kriegen könnt. Also, die kostet 10 Euro, das kann man vertreten. Ich habe sie mir jetzt halt auch wegen den ganzen Zubehör mit dazu gekauft. Da sind noch, ist aber keine internationale Größe. Alarmdrüsen, das ist glaube ich 1,5. Roter Kragen. Soweit ich weiß, ist rot aber ein Quadrat. Weg, egal. Und schwarz ist 1,5, blau wäre 2,5 und ja, blau wird 2,5, schwarz 1,5, rot 1 Quadrat, grau 0,5, nee, 0,75 und weiß 0,5 Quadrat. Nur rot 1,5 Quadrat, das ist wieder irgendein Standard, der nicht ganz so, aber geht trotzdem. Hier sind auch noch Ardenthülsen ohne Kragen. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, ein Quadrat sein. Also Ardenthülsen solltet ihr euch lieber was kaufen, wo ihr genau wisst, was es ist. Also das hier glaube ich nicht, dass das ein Quadrat ist. Dass das vielleicht irgendwas anderes ist. Das ist, was sie hier sagen. Zum Verpressen. Einmal Kabelschuhzange, 15 Kabelbinder, 100 mm auf 15 mm Draht, was? 130, was? 60 mal Kabelschuh, 30 mal Flachsteckhülsen, 30 mal Flachstecker, 20 mal Stoßverbinder, 10 mal Stoßverbinder spritzwasserfest und 50 mal Ardenthülsen sortiert. Ja, 50 mal ADN-Hülsen sortiert, was auch immer das bedeuten soll. Es steht hier leider nicht drauf, welche ADN-Hülsen. Allgemeine für Kabelschuhe Stoßverbinder. Rot für Kabeldurchmesser 0,5 bis 1,5 Quadrat. Blau für Kabeldurchmesser 1,5 bis 2,5 Quadrat. So. Aber wie gesagt, wer eine braucht, der sollte sich für, was sind das? So, jetzt hätte ich abgeschnitten. Sollte da mal schauen. Ist jedenfalls besser als Baumarkt-Billigkram hier. Oder habe ich denn noch gehabt? Irgendwo habe ich da noch eine. Weiß ich gar nicht, wo ich die jetzt habe. Da habe ich noch irgendwo eine, das war auch so für 2 Euro. Bringt nichts. Also die ist schon okay, weil zu einem sie einstellbar ist mit dem Anpressdruck. Zwar nicht hochwertig, aber reicht völlig aus. Also wer braucht, geht mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Zange letzte Woche im Angebot war. Sprich jetzt bis zum 1.9. oder ob sie jetzt ab 1.9. oder 2.9. oder was im Angebot ist. Also ich habe sie da gekriegt für 10 Euro. Und das Werkzeug von Powerfix oder wie das heißt, ist jetzt nicht gerade das Schlimmste. Das ist ja okay. Ich habe hier auch irgendwo ein Multimeter, das ist auch ganz okay. Und ich glaube, von irgendwo hatte ich noch was, das ist auch ganz okay. Weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist kaufbar. Also es ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Es reicht für Auto, Motorrad. Für kleine Sachen reicht es völlig aus. Ich würde jetzt nicht professionell damit irgendwelche Steckdosen und sonst was mit verkabeln und verdrahten. Das würde ich nicht machen. Da gibt es besseres Werkzeug. 3D-Drucker kann man es auch hernehmen. Jedenfalls besser als das, was die Chinesen da machen. Dann kann man das wenigstens ein ganzes Ende sicher machen. Reicht das auch völlig aus. Gut, das wollte ich euch mal zeigen. Die habe ich mir jetzt noch besorgt. Wegen dem Zeugs da noch drinne und die Zange. Weil das hier ist, geht aber nicht so schön. Und irgendwo ist da letztens auch irgendwas rausgefallen. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas ist da rausgefallen. Irgendein Metallteil. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Gut.
danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.